Hallo, willkommen bei Janni spielt. Hey, ich bin wieder da. Wieder eine längere Pause gehabt, weil Feiertage und Ferien und so hat mir jetzt natürlich viel Zeit zum Spielen gegeben, ohne Aufnahme. Habe ich auch voll ausgenutzt, allerdings habe ich nur Black Desert gespielt. Das hat mich voll gepackt. Ich weiß auch gar nicht, wie mir das so lange entgehen konnte als MMO-Fan. Aber ich habe jetzt einige Stunden gespielt. Verstehe immer noch nicht alles, muss ich ehrlich sagen. Und ich habe mir einen neuen Char gemacht, die Hexe. Mein Hauptchar ist eine Schwarzklinge. Die ist jetzt aber auch schon groß. Und da das ja alles irgendwie in Familienclan ist, haben die Twinks eben alles, was auch der Große hat. Zum Beispiel hier die Energie 192 und die Beitragspunkte, ja 0, habe ich alle ausgegeben. Das ist allerdings 192 für so einen Twink ist natürlich eine ganze Menge. Da kann ich viel Holz fällen. Die Hexe gefällt mir bisher eigentlich ganz gut. Ich habe auch sonst weiter noch keine Twinks. Das ist schon sehr zeitintensiv alles. Dadurch, dass meine große Schwester jetzt alles aufgedeckt hat, ist natürlich, man sieht schon viel mehr. Aber das soll uns alles nicht stören. Das ist ein Twink, der weiß nichts, der kann nichts. Ich glaube, ich kenne nicht mal mehr ihre Angriffe, weil wir haben eine klitzekleine Gilde gegründet. Dafür ist dieses Symbol hier neben. Man sieht es leider nicht richtig. Das ist ein Baum. Mit einem Schwert und einer Spitzhacke. Das ist der Gildenname. Glanat heißt Lichtung. So, meine Namen. Dann habe ich gerade hier mit der Fainia gesprochen. Und dadurch habe ich jetzt bei ihr mehr Quests freigeschaltet. Das erkennt man hier im Freundschaftsring. Das heißt, die hat drei Quests. Die erste bekommt man direkt. Und zwei bekommt man erst, wenn man ein bisschen mit ihr geredet hat. Was jeweils Energie kostet. Na, gucken, was er von mir will. Baumgeister. Okay, abschließen. Ja, hab ich die schon gemacht? Wirklich nicht. Verlorener Helm. Genau, Opfer sind gut. So, da sind... Ich war ja hier schon mit dem anderen Char im westlichen Wachlager. Hat sich nichts geändert. Mal gucken, ob da hier noch jemand ist, mit dem ich reden kann, Schrägstrich muss. Nö, die Gespräche gelten übrigens auch für alle Chars. Das heißt, ich war hier natürlich jetzt mit meinem Main schon. Und habe mit allen Leuten geredet, aber mit ihr wohl nicht so richtig. Deswegen schaue ich jetzt immer mal genauer hin. Weil die haben manchmal auch Wissen und Wissen ist Macht. Also Wissen ist Energie. Wenn man Wissen vollständig hat, dann bekommt man Energie dafür. Sieht man hier. Und aha, das Wissensfenster. Habe ich jetzt schon ein paar voll. Das ist also sehr, sehr, sehr viel. Jedes Tier, jeder Fisch, alles hat hier ein eigenes Dingens, das man dann ausfüllen muss. Oder kann halt für Energie. Unterschiedliche Sachen zu entdecken. Je mehr man weiß, desto besser kann man natürlich auch mit den Leuten reden. So. Die Quest ist schon freigeschaltet. Jagd den Wald der Abgeschiedenheit. Das weiß ich, dazu muss man sich das... Ich habe keine Beitragspunkte. Nein! Dazu hätte ich mir jetzt das Übungsschluss ausleihen müssen. Weil... man das zum Jagen braucht. Das ist also die Jagdwaffe. Leider kann ich die Quest jetzt nicht machen. Hast du noch irgendwas? Oh ja. Das ist 500 Freundschaft. Das kriege ich jetzt nicht hin, glaube ich. Das ist ein bisschen viel. 500. Für einen Anfänger-NPC ganz schön viel. Klaas, der hat gar nichts. Grand Chamberlain Jordine can't be trusted. Tja, doof, nur vielleicht kann ich ja jetzt noch einen Beitragspunkt verdienen. Aber ich glaub's nicht. Arno?
Na gut, das sind alles jetzt Quests vom letzten Char. Die sind in meinem anderen Char. Und das hier sind die, die ich jetzt machen soll. Jagt Eulen, findet den verbeulten Helm. Fangt... Was? So ein Fischfang? Nein. Das ist auch vom anderen Char. Auch das verstehe ich noch nicht so ganz, wie man das eventuell einstellen kann. Ja, das kann ich noch nicht ändern. Dass das nur für den einen angezeigt wird. Ich verstehe es nicht. Ich will eigentlich die Quests von meinen anderen Chars nicht sehen, aber... Naja, finde den verbeulten Helm. Wo soll ich den denn finden? Was sagt mir denn die Quest? Der junge Baumgeister. Ah, okay. Hier? Das ist neu? Kryo? Nee, das ist nicht hier. Hatte ich nicht zwei Quests angenommen? Wo ist denn die zweite? Muss ich doch gerade nochmal gucken. Der hat mir doch zwei Quests gegeben. Are you here to meet Captain Cliff? Ach so, die... Ach, ich bin aber auch doof. Okay, die war ja direkt erledigt. Hier soll ich hin? Dann flitze ich mal. Ich auch direkt nochmal meine Angriffe ausprobieren, weil ich habe die nicht mehr im Kopf. Was wo ist und so. Hab ich denn irgendwas im Gepäck? Dann halt nicht, ne? Lager und Häuser und alles teilen sich die Chars auch. So wie ich das üblicherweise mache, von wegen kleiner Char und kann nichts und hat nichts. Das funktioniert hier leider nicht. Weil die hat alles, was die anderen auch haben. Das heißt, sie ist stinkend reich. Das werde ich aber jetzt erstmal nicht ausnutzen, weil ich habe das eigentlich schon gerne, dass sie... Hey! Kann ich mir gut, dass mich irgendwas angreift. Tja. Staunst, ha? Mein Pet, das auch meinem anderen Char eigentlich gehört, sammelt mir den Loot ein von den Gegnern und zeigt mir Ressourcen. Das tut's gerade. Das war ein Geschenk. Oh. Ich probiere gerade mal ein bisschen rum. Aha. Sich die Angriffe auch irgendwie einblenden lassen, aber schau grad mal. Ja, jetzt ein Ui verarbeiten, bearbeiten reingegangen. Hier kann man das einschalten. Kann man verschiedene Sachen natürlich ändern. Muss ich jetzt aber nicht ins Detail gehen, das kann man sich ja selbst angucken. Jetzt habe ich es darauf eins gemacht, egal. So, jetzt wird mir das hier angezeigt. S und F, S und F. Muss ich mir das nur umdenken, weil... S ist rückwärts, oder? Okay. Shift und linke Maustaste. Heilaura ist die. Hey! Ja! Keine Ahnung. E? Ich glaube, ich muss mir die Tasten wieder umlegen, weil E ist, glaube ich, die 1. Das war das magische Schild 3. Sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen rummache, aber. Ich sag den Char schon
länger nicht gespielt. Und die Angriffe muss ich schon können, sonst komme ich hier nicht klar. Ja, mal das Pad zeigen. Muss ich mir eigentlich Futter besorgen, weil das wird relativ schnell hungrig. Ich könnte es auch wegpacken. Ja, das mache ich mal. Ich habe kein Essen für den. Geh weg! Quatsch, was ist jetzt davon? Und fertig. Flitze ich mal zurück ins Camp. Und gebe die Quests ab. Die Quest. Kann mich jetzt auch schon viel besser orientieren. Ich verlaufe mich nicht mehr so oft. Are you here to meet Captain Cliff? Hm. Alles gut. We all have faith in the captain. Das war das. Goldbarren. Kampftalentpunkte. Direkt mal zum Kampflehrer gehen. Talentlehrer. Magischer Pfeil. Zitrierter magischer Pfeil. Tempozauber. Geistesstärkung. Schnelleres Wirktempo ist gut. Nehme ich. Ja, hier komme ich dann nochmal her, wenn ich einen Beitragspunkt verdient habe. Jetzt soll ich mit Umu vor der Koboldhöhle reden. Die Koboldhöhle ist, das ist die Jagd. Alte Steinkamm. Wo ist denn wohl die Koboldhöhle? Kann ich mir ja auch anzeigen lassen. Da. Auf geht's. Ich anfangs über die automatische Wegfindung gemeckert habe. Ich nehme alles zurück. Das ist schon voll praktisch. Man kann halt auch ganz, ganz viel AFK machen. Angeln zum Beispiel oder eben trainieren, laufen, Atem, Stärke. Das muss man alles leveln. Und dazu ist die AFK-Funktion natürlich super. Obwohl ich eigentlich nicht so gern angle, weil das dauert ewig. Ewig. Die Quests dümpeln bei mir immer so rum. Aber sowas hat sie noch nicht. Angeln, pff. Die Kobolde warten. Was war jetzt nochmal mein Schild? Oh. Ich habe jetzt den Char genommen, weil die relativ wenig Kombos hat. Im Vergleich zu anderen Chars. Und ich komme mit den ganzen Tasten. Ich bin kein Action-Spieler, also ich komme mit den ganzen Tasten überhaupt nicht klar. Ich versuche das so klein wie möglich zu halten. Ist nicht so einfach. Ich würde mich wundern, wenn ich immer die gleichen Angriffe benutze. Ja. Okay. Ich schätze, dafür trainiert jemand sein Pferdchen. Ja, die Reittiere teilt man sich übrigens auch. Hallo, ich bin da. Geist. Der Schwarzgeist und die Riesenkobolde. Geist. Ist schon aktiv. Okay. Boss-Schriftrolle bekommen. Ich glaube, ich lohne es erstmal hier in die Koboldhöhle. Hallo Kobold. Ich hau dich, bumm. Yay, ein bisschen.
Jungs. Ich schlitz sie mal auf. Jetzt muss ich dann den Loot natürlich selbst einsammeln. Auch ein Hexer kann natürlich super gut mit einem Dolch umgehen. Wie sich das gehört. Hier kann ich ja jetzt mein Blitzding. Was war das nochmal? Hm? Nein. Ach, es war rückwärts eh. Das war's. Rückwärts um zwei. War aber eben nur ein Kugelblitz und kein richtiger Blitz. Ich muss damit noch ein bisschen rumtesten. Das ist besonders gut für Gruppen, dieses Blitzding. Was bist du? Kann ich dich auch kaputt machen? Ja. Was auch immer. Ich glaube, ich habe ihr die Stimme ein bisschen zu tief verpasst. Steht jemand? Hallo, den kenne ich bestimmt auch schon. Hm? Kenne ich dich? Keep your voice down. Er hat auch nichts. Keine Wissen, keine Quests. Metzel, Metzel. War es eigentlich schon. Ich habe hier nichts zu tun. Ja, es wird Abend. Okay, ich gehe wieder. Ich soll die Bossrolle machen. Die ist da. Okay, hat er mir schon gesetzt, den Marker? Dann flitze ich da mal eben hin. Mal gucken, wie das mit dem Boss klappt. Mit Ausweichen und so. Ich weiß nicht, ob ich das als Zauberer so gut drauf habe. Moment, stopp. Brr, halt. Hallo, ihr da. Einkaufswagen. Das heißt, dass man hier den als Arbeiter später mal erneuern kann, wenn man die Freundschaft auf 500 hat. Aber das brauche ich nicht. Ich soll was tun. Brotstücke und gegessene Früchte. Von wem? Oh, Füchse und Wiesel. Okay, da vorne ist ein Questmarker. Alles, was orange ist. Muss ich jetzt auch gerade mal nur den Messerangriff. Spar ich. Mana. Und die sind ja ziemlich leicht. Fuchs B, yay. Das ist übrigens voll koreanisch, diese Einstufung. Also C ist das Schlechteste, dann kommt B, dann kommt A und dann kommt S. S ist das Beste, was man kriegen kann von so einem Wissen. Und B war jetzt... Je mehr Viecher man tötet, desto größer natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass was Gutes dabei rauskommt. Verleitet und verlockt. Schon zum Grinden, muss ich sagen. Aber jetzt nicht. Fertig. Jungs, ich habe euer Zeug gefunden.
Nehme ich. Dankeschön. Ciao. Jetzt schaue ich hier nochmal rein. Der Laubenhof. This is Logia Farm. Der hat auch nichts. Bestien bei den Feldfrüchten. The field is a mess, but you can dig up some potatoes. Schwätz über die Kugel. Hier ist den Zwerg Nase. Und nochmal Wiesel und Füchse. Aber wer ist Zwerg Nase? Ach, und der Koboldhöhle. Wow. Da komm ich doch gerade her. Mach ich erstmal die Viecher. Auch noch. Streicht sie noch für ein S. Was ist gut denn? Hey, A plus. So, Graskäfer angegriffen, habe ich nicht gemerkt. Hat es bestimmt im Gras versteckt. Weinen immer so. Ups. Falsche Richtung. Da. Lieber bei roten Fels. Wollte ich eigentlich nicht. War die Heilaura, glaube ich. Ich wollte looten und nicht rumfuchteln zu Zwergnase. Auf, auf. Ist auch, das ist bestimmt der Postenwart gewesen. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geachtet. Aber ich vermute, was hat er denn da für Strahlen in dem Kopf? Ein Plan? Na, ist ja nicht so weit. Ich setze mal die Zielführung an, damit er mich zu Zwergnase führt. Aber es ist eigentlich nur der Postenwart, der hier ist. Oh, da hinten geht's auch raus, oder? Tatsächlich. Wieder da. Keep your voice now. Captain Red Nose's club is huge. Ah, fertig. Ich will wieder dahin zurück, wo es die Quest gab und gib sie ab. Aber für einen Beitragspunkt reicht das nicht. Schade, schade. Zu gern die Jagdquest gemacht. Die hat natürlich auch null Skill. Die kann gar nichts. Sammeln Anfänger 1. Yay! Keine Stärke, keine Gesundheit. Ja, aber wo soll es denn auch herkommen? Meine Schwester ist gerade erst hierher gesiedelt. Hat Pfeile über dem Kopf. Hat sie auch noch nicht. This is Logia Farm. The field is a mess, but you can dig up some potatoes. Abschwerdig. Nee, Kartoffeln brauche ich gerade keine, danke. Jetzt aber. Kann ich, glaube ich, kürzer gehen als die automatische Dingens. Gehe ich mal hier lang. Da ist der Beamer. Na komm, den Kugel schaffe ich so.
Sieht ein bisschen hoch aus. Was macht Aua? Die Waffe noch ausgerüstet, deswegen läuft die so komisch. Oh, naja. Da bin ich. Jetzt kann ich mich hier wieder tödlich blamieren vor den ganzen Spielern. Die wahrscheinlich alle AFK sind, aber trotzdem. Zeig dich, du hässliches Ding, du. Bebe. Das kann man übrigens mit Escape auch abbrechen, aber ist eigentlich ganz nett gemacht. Sortieren. Oh. Du, böser, böser. Fetter Kobold, du. Wird schon dunkelorange. Bisschen. Man sieht, es ist schon sehr Mana-intensiv. Stich ihn, mach ihn fertig. Tja, dein Bauchplatscher interessiert mich auch nicht. Tut? Nee. Aber jetzt. Ja, das muss ich noch ein bisschen üben. Fürchte ich. Ich habe ja nicht nur diesen einen Angriff. Fertig. Achso. Weiler, der Himmel. Weiler, tatsächlich Weiler. Ich dachte, das heißt wie. Naja. Weiler der Himmel für Neulinge. Schön. Besiegt Rotnase, habe ich gemacht. Warum das immer so komisch ist, weiß ich auch nicht. Der versteht das wohl nicht, dass das schon gemacht ist. Gleich noch anrufen und abschließen. Und ich habe eine Kiste bekommen und einen Inventarplatz. Das? Oh, neue Waffe. Kette. Ohrring. Wow, nicht schlecht. Und 4 Goldbarren. Yay. So, jetzt soll ich nach Weiler. Ich habe Pferdchen. Tolle Schiffe, die auch alle Spielern gehören. Ist schon beeindruckend. Da ist er, der Alchemist Alustin. Dem habe ich auch schon geredet, der hat auch noch einen Shop. Aber interessiert mich jetzt erstmal nicht. Fetisch, Abenteuer und Wissenschaft. Energieumsetzung, weiß ich nicht, was es ist. Kostet aber ganz schön viel Energie, deswegen mache ich es natürlich jetzt nicht. You don't need to harm others to succeed in this world. Materialien für die Alchemie, Grundstatus, freche Ali. Okay. Time spent interacting with others and studying is never a waste. You have a vast world before you, just waiting to be explored. Soll etwas über die Kronburg-Anlage erfahren, das habe ich aber schon gemacht. Come see me often. Kann ich direkt abschließen, da muss man Wissen bekommen. Wenn man das hat, dann gilt das als erledigt. Und die freche Eileen. Sucht Eileen auf, die Einzelhändlerin.
Velia, ich wusste doch, dass es Velia heißt und nicht Weiler. Jetzt steht's richtig hier, kein Plan. Und jemand will schon wieder Wieselschwänze. Was haben die denn mit ihren Wieseln? Meine Güte. Hier ist Eileen. Hi. Hallo, Adventurer. Potions, get your potions here. What kind of potion do you need? Florence always has more customers. Maybe I need to find another spot. Talentlehrer soll ich treffen und Parasitenbienen ausrotten. Und die Wieselschwänze. Dann flitze ich mal hier hoch in den Wald. Das ist ein Schiff. Ach, da ist er. Das war einfach. Da ist auch schon gleich ein Wiesel. Davon brauche ich allerdings drei. Ach so. Ist auch noch tot. So. Was man hat, hat man. Matsche, Matsche. Wiesel, seid ihr? Da ist eins. Ja! Wollte ich nicht. Ja, ich muss mir die Tastatur nochmal umlegen. Hey, Wiesel Aplus ist ein bisschen suboptimal, jetzt so wie ich das gemacht habe. Fertig. Eileen, ich bin fertig. Hallo, Adventurer. Get your potions here. Hat auch keine neue Quest. Mit einer Taschenerweiterung bekommen. Mache ich doch direkt. Und ein ausgestopftes Wiesel. Das ist Deko für die Wohnung. Sehr schön. Ich habe einen Beitragspunkt. Oh, kann ich jetzt nochmal zurück. Das ist Event-Quest. Neujahrs-Event. Mache ich auch schnell. David Finto, der Koch, der muss in der Kneipe sein. Die Kneipe ist da vorne. Aus dem Weg. Er hat auch noch ein bisschen. Gesunde Ernährung. Könnte ich doch eigentlich gerade mal machen. Kann ich das auch mit den Gesprächen zeigen? 100, was er braucht, ist jetzt nicht so viel. Auch ich kenne alle Leute, für die er sich interessiert. Mal schauen. Bedingungen. Interesse von David Vinto 5-mal nicht erwecken. Ja, das ist toll. Also das ist das Blödeste, was überhaupt kommen kann. Das kleine hier. Weil 5-mal nicht erwecken ist unmöglich. Für mich zumindest. Ich krieg das nicht hin. Die niedrigsten Werte, die es gibt, aber ich bezweifle, dass das funktioniert. Das war's schon. Gescheitert. Gleich nochmal. Ach, da sieht man hier, es kostet 2 Energie. 3-mal nicht erwecken wieder. Ein bisschen in Grießkram zu sein. Interesse Stufe 4. Das ist das niedrigste. 15. 15. Und nochmal 15. Und dann ist es eh wurscht. Geschafft. Who is both beautiful and magnificently wealthy. Bisherige Gunst von 67. Das dürfte auch nicht so schwer sein. Jetzt die höchsten Werte. Vor allem bei Gunst, das Rote. Aber auch so, dass es erfolgversprechend ist. Das ist oben das Orangene. Die Interessensstufe, je höher die ist, desto mehr interessiert ihn das. Where's the
Ein bisschen gucken und planen. Aber 67 sollte zu schaffen sein. Habe ich jetzt schon. Okay. Soll ich nochmal? Ja. Umgezwungen. Umgezwungen ist gut. Da kann ich blabbeln, wie ich will. Natürlich trotzdem so hoch wie möglich. Ich nicht nochmal mit ihm reden muss, aber das werde ich eh müssen. So nicht reichen. Nicht wie viel ich brauche, 100 irgendwas. Es gibt dann auch noch irgendwie Kombi-Werte. Da sieht man, nächster Kombo-Effekt, kein Bonus, kein Bonus, kein Bonus. Da, nach 3 Zyklen wird Gunst des Gesprächs für... Das verstehe ich nicht und habe ich auch noch nie genutzt. Ich mache das nur nach den orangen und roten Zahlen. Meistens funktioniert das. 138 könnte reichen. Ja, gehe ich nochmal raus. Und rede nochmal mit ihm. Da, kostet nochmal extra 5 Energie. Wieder ein bisschen. Gesunde Ernährung. So, jetzt soll ich den Talentlehrer noch treffen. Hi! War is tragic, but sometimes it can become farcical. Be strong for yourself. What are you worrying about? You're curious about Kron Castle? Kron Castle. Okay, wissen über die Goblins habe ich auch schon. Soll im Kampf nichts überstürzen. Die Goblins. Das war das jetzt. Eileen und der andere. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal zurück zu Eileen. Ach, die war die andere. Do you need a potion? Hurry. Ja, das kann man jeden Tag machen. Dafür habe ich jetzt ein Kistchen bekommen. Und da ist drin ein Minzkuchen. Gibt den Effekt plus 1 Glück. Oh, sollte ich nicht zu Eileen? Ich dachte, ich sollte zu Eileen. Soll ich da hin? Keine Ahnung. Ich lasse mich mal hinleiten. Ja, das ist, wenn man so unaufmerksam ist bei den Quests. Ah, ja genau, der Alchemist war's. Nicht Eileen. You have a vast world before you, just waiting to be explored. Ja, ich bin voll dabei beim Exploren. Das habe ich alles schon gemacht. Das mache ich nicht. Sehr schön. Für die Folge war es das jetzt auch. Fürs nächste Mal gehe ich nochmal zurück in das westliche Wachlager, um die Jagdquest zu machen. Schon mal loslaufen. Die finde ich nämlich ganz nett und spannend. Für jetzt war es das. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns. Ciao!